Jetzt freue ich mich, dass Arne Semsrott da ist, ein uralter Bekannter des netzpolitischen Abends, möchte ich fast sagen, mit News von der Informationsfreiheitsfront. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Dankeschön. Wir sind konstruktiv. Ja, das sind wir. Konstruktiv fragt das Jobcenter. Eine Kampagne, die wir vor knapp einem Monat gestartet haben bei Frag den Staat. fragdenstaat.de/Jobcenter. Der Arbeitstitel ist: Was ist das für 409 Jobcenter? 409 Jobcenter gibt es in Deutschland. Die sind mächtig, mächtige Behörden. Die haben ziemlich viele Überwachungsmächte. Die haben Kompetenzen, Sanktionen zu vergeben zum Beispiel. Wer ALG II bezieht bei Jobcentern, muss in bestimmten Fällen damit rechnen, Sanktionen zu bekommen zum Beispiel. Zum Beispiel, wenn man zu spät kommt zu einem Treffen. Und da macht es einen großen Unterschied, ob ich beim Jobcenter Hamburg oder beim Jobcenter Rostock oder einem Jobcenter irgendwo anders in Deutschland bin, weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Jobcentern, die Sachbearbeiterinnen, ziemlich großen Ermessensspielraum darüber haben, wann sie Sanktionen zum Beispiel vergeben und wann nicht. Und sie haben einen relativ großen Ermessensspielraum darüber, wann sie Kosten übernehmen für bestimmte Leistungen zum Beispiel von Ärzten, Kieferorthopäden oder so und wann nicht. Und das unterscheidet sich ziemlich stark in Deutschland. Und wir wollen ein bisschen mehr Transparenz in diesem Bereich bringen und haben deswegen Frag das Jobcenter gegründet. Und das ist eine Initiative, mit der wir genau sichtbar machen wollen, was eigentlich dieser Ermessensspielraum genau bedeutet. Also, was die Unterschiede sind in verschiedenen Jobcentern, wie mit Personen dort umgegangen wird und was es für regionale Unterschiede gibt, wo es vielleicht rechtswidrige Vorgehen gibt. Und dafür sind bestimmte Dokumente besonders entscheidend. Das sind zum einen die Zielvereinbarungen. Also jedes Jobcenter schließt Zielvereinbarungen mit dem Bundesland oder mit der Bundesagentur für Arbeit darüber, was für Zahlen sie am Ende des Jahres präsentieren wollen. Also so viele Menschen sind in Maßnahmen gesteckt worden, so viele Menschen sollen am Ende des Jahres noch Gelder beziehen und so viele halt nicht mehr. Und das kann dann über das Jahr hinüber entscheiden, wie mit Leuten umgegangen wird, wie rigoros mit denen umgegangen wird oder vielleicht nicht. Das heißt, die Zielvereinbarung zum einen und zum anderen die internen Weisungen. Alle Jobcenter in Deutschland haben interne Weisungen und Arbeitshilfen, in denen festgelegt wird, in welchen Fällen zum Beispiel Sanktionen vergeben werden und in welchen nicht. Und diese internen Weisungen zu sehen, kann es einem ermöglichen, wenn man selbst bei einem Jobcenter ist, als sogenannter Kunde, besser darauf reagieren zu können, weil man weiß, wie die Mitarbeiterinnen angehalten sind, damit umzugehen. Und man kann vergleichen mit anderen Jobcentern, man kann darauf reagieren, man kann politisch damit arbeiten. Und deswegen haben wir bei Frag das Jobcenter eine Aktion gegründet, mit der wir alle Zielvereinbarungen und alle internen Weisungen der Jobcenter in Deutschland veröffentlichen wollen. Und so sieht das aus. Das sind die ersten 10 Minuten. Nee, ich glaube, das sind die ersten 10 Stunden oder so von Frag das Jobcenter. Was Frag das Jobcenter macht, ist es möglich, mit einem, zwei Klicks die Weisungen und Zielvereinbarungen der Jobcenter anzufragen. Das heißt, es ist eine Datenbank, wo alle Jobcenter in Deutschland drin sind. Man gibt einfach nur den Namen eines Jobcenters ein und klickt dann entweder auf Weisungen oder auf Zielvereinbarungen, bekommt eine vorformulierte Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz und muss sie nur noch abschicken. Und das haben im letzten Monat so viele Menschen gemacht, dass alle 409 Jobcenter angefragt wurden nach den Zielvereinbarungen und nach den Weisungen. Und man kann es da oben an der Statusbar schon sehen, knapp ein Drittel aller Dokumente sind inzwischen schon veröffentlicht. Das heißt, vor allem die Zielvereinbarungen der Jobcenter sind, wo sie angefragt sind, vor einem Monat inzwischen öffentlich. Bei den internen Weisungen ist das alles nicht so einfach, da komme ich dann gleich noch zu. Frag das Jobcenter hat jetzt schon so viele Dokumente in diesem Bereich veröffentlicht, wie das in den letzten Jahren noch nicht der Fall war. Besonders interessant ist die Reaktion, also sich einfach mal durchzuscrollen und zu sehen, wie Jobcenter so auf solche Anfragen reagieren, weil bei 409 Jobcentern mit einem großen Ermessensspielraum auch 409 verschiedene Arten dabei sind, auf solche Anfragen zu reagieren. Dann kriegt man zum Beispiel sowas hier. Sehr geehrter Herr Bayer, ich habe mir abgewöhnt, mich über die Triebfedern mancher Zeitgenossen hierzulande noch zu wundern. Wenn Sie unsere Zielvereinbarung glücklich macht, hier bitte.
Mit besten Wünschen, der Geschäftsführer. Wunderbare Antwort, er hat die Zielvereinbarung zugeschickt, alles gut. Es kann aber auch so aussehen, sehr geehrter Herr Ponala, wir wissen nicht wirklich, ob es Sie wirklich gibt. Also das ist jetzt ein bisschen umschrieben, das ist nicht der Wortlaut. Es kann nicht festgestellt werden, dass Ihr Antrag von einer natürlichen Person unter Ihrem Realnamen Klarnamen gestellt wurde. Dies ist erforderlich, weil von hier nachzuhalten ist, dass nicht mehrere Anträge unter Pseudonym einer einzigen Person gestellt werden. So, und jetzt sagen Sie, deshalb bitte ich Sie, das ist dann das Friedrichshainer Jobcenter, bis zum 18.11. durch Vorlage Ihres Personalausweises Ihre Identität im Sinne der vorstehenden Antragsberechtigung nachzuweisen. Das heißt, die wollen, dass man diesen Antrag, den man eigentlich ganz legal per E-Mail stellen kann, in Person dort macht. Und das ist natürlich eine klare auch Einschüchterungsmaßnahme, weil viele Leute, die solche Dokumente haben wollen, nicht sich dann diesem persönlichen Kontakt da aussetzen wollen. Ich habe so eine Antwort auch von einem Berliner Jobcenter bekommen, habe dann da angerufen und habe gesagt, nach dem IFG muss ich nicht vorkommen und meinen Personalausweis vorzeigen. Und die Antwort war dann, das entscheiden immer noch wir. Und dann habe ich gesagt, das entscheidet bald das Gericht. Und das wird es dann wahrscheinlich auch, weil einige dieser Anfragen dann auch nicht zu lösen sind durch hartnäckiges Nachfragen. Es gibt relativ viele Jobcenter, die gerade sagen, wir können Ihnen diese Weisungen zusenden, aber nur gegen eine Gebühr von bis zu 500 Euro. Und das ist ziemlich problematisch. Was nämlich die Argumentationslinie ist, ist, dass all diese internen Weisungen erstmal rausgesucht werden müssten beim Jobcenter. Die liegen ja in verschiedenen Ordnern auf dem Computer. Dann müssen die durchgelesen und geschwärzt werden und das dauert dann so lange, dass man bis zu 500 Euro dafür verlangen soll. Aus unserer Sicht vor allem eine Abschreckungsmaßnahme, um das nicht rausgeben zu müssen. Eine Möglichkeit, das zu umgehen, ist dann bei solchen Jobcentern eine Übersichtsliste der internen Weisungen erstmal anzufragen. Und das muss in der Regel dann auch gebührenfrei geschehen. Und dann kriegt man eine Liste von zum Beispiel 20 Titeln von internen Weisungen, gebührenfrei. Und dann können halt 20 verschiedene Personen einzeln 20 verschiedene Weisungen anfragen. Und der Aufwand für jede einzelne Weisung, die rauszusuchen, ist so gering, dass 20 Anfragen dann gebührenfrei beantwortet werden müssen. Das heißt, immer dann, wenn ihr vielleicht schon eine Anfrage gestellt habt, ist das der Weg, die dann zurückzuziehen, wenn sie 500 Euro haben wollen und dann halt den mühsamen einzelnen Weg zu gehen. Allerdings wird auch das einige Jobcenter nicht davon abhalten, trotzdem hohe Gebühren zu verlangen und trotzdem bestimmte Dokumente nicht herauszugeben. Und dafür gibt es vielleicht jetzt bald eine Initiative, die da ein bisschen helfen kann. Das ist hiermit schon ein bisschen die Überleitung zu dem, was die nach uns gleich erzählen. Denn auch da kann man dann ein bisschen besser dagegen vorgehen bald. Gut, was sind eure Fragen dazu? Okay, keine Fragen an Arne? Doch, ja. Erstmal danke für dieses tolle Projekt, Arne. Diese KPI-basierte Ansatz von Aktivismus finde ich ja sehr spannend. Und eigentlich wird jetzt ja gerade durch diese Vergleichbarkeit, könnte man noch Druck aufbauen. Jetzt frage ich mich, wie wertet ihr das aus? Oder, Klammer auf, kann man crowdsourced helfen, euch bei der Auswertung nach KPIs, die ihr vorgeben? Mhm. Das habe ich jetzt weggelassen, dabei ist das eigentlich diese Folie, tatsächlich, ja. Ich glaube, auf zwei Ebenen ist interessant, da eine Auswertung vorzunehmen. Also zum einen wirklich diese Metaebene, alle Zielvereinbarungen. Die Zielvereinbarungen sind zum Beispiel größtenteils in derselben Struktur, deswegen ist es da, glaube ich, na, Stefan, korrigiere mich, Stefan muss das am Schluss machen, aber kann man alles auslesen. Easy. Und bei den Weisungen ist das alles ein bisschen schwieriger. Da sind wir tatsächlich dann auf Hinweise angewiesen. Wir werden da nochmal was vorlegen. Also wir werden, glaube ich, vor allem bestimmte Eckpunkte vorgeben. Also
diese 4, 5 Punkte kommen in den meisten Weisungen vor und darauf ist es interessant zu achten. Und dann, ob man das jetzt mit einem extra Tool, CrowdData wäre so eins, macht oder ob man es einfach so macht per E-Mail, müssen wir dann gucken. Aber dass wir dann bestimmte Punkte vorgeben, auf die man achten soll und dann gehen wir damit halt alle Weisungen durch. Genau, und die zweite Ebene, hatte ich gerade vergessen, ist dann tatsächlich auch Geschichten zu erzählen anhand der einzelnen Weisungen. Also an dem Jobcenter wird immer das und das gemacht und das ist das Ergebnis davon. Okay, wir haben direkt die nächste Frage hier hinten. Wie oft ändern sich denn die internen Weisungen oder diese Papiere? Das hängt auch wieder sehr, sehr stark vom Jobcenter ab. Also es gibt manche, die sagen, dass sie hunderte interne Weisungen haben. Und es gibt andere, die haben 3. Und dementsprechend unterschiedlich ist das dann auch. Also ein Jobcenter hat uns gesagt, dass sie pro Woche 5 neue produzieren. Und andere haben seit Jahren die gleiche. Das hängt dann wirklich sehr stark davon ab, wie die sich intern organisieren. Natürlich ist das eigentliche Ziel, dass die Jobcenter dazu übergehen, diese Weisung bei sich selbst auf der Homepage zu veröffentlichen. Und das machen viele inzwischen auch schon, weil die keinen Bock haben, in einem Jahr wieder angefragt zu werden. Noch weitere Anmerkungen oder Fragen zu Frag das Jobcenter? Ja. Fiel mir gerade ein, wenn die das jetzt dann selber freiwillig auf ihrer Webseite veröffentlichen, muss man dann nicht trotzdem ständig anfragen, um zu wissen, dass die wirklich alle veröffentlichen und nicht ab und zu mal eine auslassen? Ja. Eine kleine Anmerkung, und zwar sehr schön, dass ihr Weisungen und Zielvereinbarungen fragt. Nur ein Tipp aus der Praxis, es gibt auch ganz viele Jobcenter, die irgendwie Dokumente Arbeitshilfen nennen oder ähnliches und dann sind da PowerPoint-Präsentationen drunter versteckt, die aber irgendwie allgemeinverbindlich behördenintern gehandhabt werden. Also notfalls da noch irgendwie ein Wort mehr einfügen in die Anfrage. Und Ulf, hattest du dich auch gerade noch gemeldet? Ja, hi. Noch von meiner Seite vielen Dank, Arne. Finde ich eine sehr schöne Initiative. Ich frage mich nur zu diesen Listen. So ein klassisches Ablehnungsargument ist ja immer zu sagen, hey Leute, schön wäre es ja, wenn es so eine Liste gäbe, die haben wir aber gar nicht und wir müssen für euch nichts erstellen, was wir nicht sowieso in den Akten haben. Ist das noch aktuell und wie ist das mit diesen Listen? Es gibt tatsächlich keine Pflicht zur Informationsbeschaffung, also die müssen nicht zu einer anderen Behörde rennen und sagen, gebt uns mal eure Listen, aber es gibt eine Pflicht zur Informationsaufbereitung. Und die Informationen, welche Weisungen es gibt, sind ja schon da. Das heißt, die aufzubereiten, das sehen sicher nicht alle Jobcenter so wie wir, aber ich glaube, die Gerichte sehen das so wie wir. Okay. So viel Feedback dazu. Ja, dann vielen, vielen Dank fürs Vorstellen und vor allen Dingen für das sehr coole Projekt, lieber Arne und die Leute von Frag den Staat.